Hi, Ismail. So, Mittwoch. Heute war ich nochmal und habe mir einen Multicar angeguckt, der sehr vielversprechend ist. Ist auf jeden Fall ein Kipper. Er ist zwar jetzt technisch nicht so gut, also er ist nicht fahrbereit und er ist nicht, ja, straßenzulässig gerade. Fehlen sämtliche Lampen. Innen ist auch das Gaspedal weggerostet und alles. Also ist jede Menge dran zu machen, aber keine schlimmen Sachen. Also der Motor sieht gut aus, Getriebe sieht gut aus, Kippen und so ist auch alles dran, was es sein muss. Die Bridge sieht auch richtig gut aus. Wie gesagt, die Kabine vorne, das müsste noch ein bisschen was gemacht werden. Aber das ist jetzt nicht so wild. Gut, ja, das war der zweite. Morgen gucke ich mir noch mal einen an, der ist aber schon teilzerlegt und dann vielleicht am Samstag oder naja, Sonntag, weiß ich nicht. Dieses Wochenende habe ich keine Zeit. Müsste ich wahrscheinlich dann auf nächste Woche legen. Mal gucken. Gut, was habe ich heute vor? Ich will heute den Spalter rausfahren. Also erstmal vorne die Deichsel streichen. Ich will auch gleich das Förderband streichen. Ich habe schon die ganzen Rollen abgemacht. Ich habe ja auch gestern schon mal hier durchgeschweißt alles, dass das alles soweit fest ist. Zu der Tragrolle komme ich gleich. Also streichen alles. Das Teil will ich noch schnell schweißen, dass das auch soweit fertig ist, sonst vergesse ich die Maße wieder. Das will ich noch schnell machen. Und ja, oben den Rückerarm streichen und dann vielleicht nochmal gucken, ob ich noch eine Plane finde und den draußen abdecke. Genau. Das will ich heute machen. Dann auf jeden Fall die Rückgewinde muss ab. Bin ich echt noch an überlegen, ob ich sie heute noch mal dran lasse und vielleicht morgen noch mal ein bisschen Holz hole. Ich hatte eigentlich gesagt, ich lasse es liegen, aber irgendwie reizt mich doch da oben so ein Gestell voll, also hinten mein Rückgestell voll, das noch zu holen. Aber mal schauen. Gucken. Gut, was habe ich jetzt vor? Was wollte ich euch sagen? Erzählen, erzählen, erzählen. Ihr habt jetzt vielleicht gesehen, dass ich meine Förderbandgummis, meine Gurte vermehrt haben. Und zwar habe ich die am Sonntag gekauft. Die aus rein dummem Zufall habe ich die gefunden bei Kleinanzeigen. Und also das ist hier das, was ich erst drauf machen wollte. Das ist 6,40 Meter umlaufend. Genau wie das hier. Das ist auch 6,40 Meter. Ist aber 2 cm breiter. Also das ist jetzt genauso breit, wie mein Rahmen hier ist. Also es schleift zwar nichts, ich habe schon geguckt, maßlich passt das. Aber es wird, ja gut, eng nicht, aber es könnte hier an den Seiten schleifen. Also sprich vorne am Rahmen. Warum habe ich es gekauft? Weil es nämlich diese schönen Stollen hier drauf hat. Und es wurde mir schon am Anfang mal erzählt, dass das hier vielleicht nicht so geeignet ist für Brennholz. Und das war mir ja schon von vorne klar. Aber du hast ja nichts gekriegt in der Richtung. Also das war ja schlimm. Also ich habe geguckt und gesucht und wie gesagt, aus rein dummem Zufall habe ich die Förderbänder gefunden. Ja, dann habe ich sie gleich mitgenommen. Auch für den Preis ging es. Das sieht auch richtig gut aus. Also hier vielleicht ein bisschen, da kann man aber nochmal nachkleben. Eins, zwei, die sehen ein bisschen angefressen aus. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt original so ist. Oder ob das, ja. Auf jeden Fall, die eine Seite ist kürzer auf der anderen Seite hier. Also hier, das ist 5 cm. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was abschneiden. Und hier vorne ist es halt auf 0. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber das könnte man machen, könnte man es da machen, wo der Motor ist. Gut, auf jeden Fall, das ist das, was ich mir jetzt gekauft habe. Das soll jetzt drauf kommen. Das müsste maßlich auch so passen. Hoffe ich zumindest. Aber wir sind ja eh noch nicht so weit. Wir können immer noch reagieren. Und das ist das gleiche Profil wie das da, nur mit dem Unterschied, das ist 12 Meter lang. Was habe ich mit dem 12 Meter langen Förderband vor? Ich habe hinten, das habt ihr glaube ich noch nicht gesehen, habe ich ein Trommelsieb stehen, da bei den Hühnern. Und da wollte ich, und draußen steht noch ein Querförderband für so, ja, wie sagt's, Heugebläse. Ja. Und die drei Sachen werde ich kombinieren, sprich das Trommelsieb hinten kriegt das Förderband runter, das Förderband raus oder das Gurt. Der Gurt ist total rum, der ist nicht zu gebrauchen mehr. Deswegen kommt der drauf.
Und ein kleiner Ausleger dran. Also sowas, was ich jetzt hier baue, mache ich dann quasi nochmal. Somit, dass ich quasi das Trommelsieb hinstellen kann und kann es dann quasi gleich auf meinen Anhänger laden. Und zufälligerweise hat er gleich noch einen Motor da liegen gehabt. Das ist quasi so ein Förderbandmotor. Der Motor ist in der Rolle drinne. Der muss quasi dann seitlich nur gesichert werden gegen Verdrehen. Und ja, schöne Menge Kabel dran. Es muss noch ein Motorschutzschalter dran. Die Kappe habe ich auch gekriegt. Die hat er nämlich dann gerade so noch gefunden. Die muss hier irgendwo rumliegen. Muss man mal schauen. Genau. Der läuft zwar mit Kraftstrom und hinten mein Förderband läuft zwar mit Lichtstrom, aber das wäre nicht das Problem. Da kann man was schalltechnisch hinkriegen. Ja, das wird auch nochmal ein schönes Projekt, aber dies ja nicht mehr. Vielleicht mal zwischendurch. Mal gucken. Ja. Dann habe ich noch was Schönes gekriegt. Und zwar hat das damit zu tun, mit meinem Koppeldreieck. Das Ding habe ich mir auch schon mal vor längerem bestellt. Das brauche ich dann für mein, na, damit sich das so drehen kann. Wie und was und wo, erkläre ich euch später mal. Auf jeden Fall kam der am Mittwoch, nee, Quatsch, nicht am Mittwoch, Montag kam er, glaube ich, mein hydraulischer Oberlenker. So, aber es könnte sogar schon sein, dass der zu lang ist. Ich hatte noch mal ganz kurz mal dran gehalten, aber sieht komisch, also sieht enger, also es wird eng auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Hier habe ich nur ein Problem, und zwar habe ich am Traktor habe ich Cat1 dran und hier habe ich Cat2 dran. Nee, Cat3 ist das, glaube ich, sogar ganz sogar. Also das ist 28 mm, das ist 25 mm und am Traktor habe ich 19 mm. Also von allen etwas. Auf jeden Fall habe ich mir für das, seht ihr schon, habe ich mir hier eine Hülse geholt schon. Das geht. Die schneide ich dann nur durch, dass er auf beiden Seiten passt. Dann habe ich dafür schon einen Bolzen. Der ist hier. Und der Bolzen. Quasi. Der passt hier rein. Ja. Und der passt jetzt auch hier rein. Habe ich das erste Problem gelöst. So, das ist ja 19. Das passt quasi hier drauf. Und mit der Hülse passt er auch hier rein. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also ich habe quasi nur zwei Reduzierhülsen kaufen müssen. Die ist Standard für, gibt es im Traktorzubehör quasi, Schlepperzubehör. Und das ist tatsächlich vom Fahrrad. Das ist eine Hülse vom Fahrrad für Sattelstützen quasi. Fragt mich aber jetzt nicht, wie die genau heißen. Also das sind, glaube ich, irgendwie Reduzierhülsen, Sattelstütze oder irgend sowas ist das. Und das ist halt von 28 auf 25. Und das Schöne ist, sie verspannt sich selber. Wie gesagt, die muss ich nur halbieren. Und somit habe ich dann hier quasi ein Gelenk drinne, weil für die Presse brauche ich ja dann, das muss ich ja in zwei Richtungen drehen. Auch für das Mähwerk. Nee, Mähwerk nicht. Naja, sehen wir dann. Auf jeden Fall, da liegen die ganzen Us, die habe ich schon länger da liegen. Da hinten liegt auch noch ein fertiges Dreieck. Danach baue ich die. Das wird quasi so mein Musterteil und danach baue ich die. Genau, gut, aber das ist eine andere Baustelle. Ich will jetzt erstmal hier aufräumen, beziehungsweise ich will jetzt erst streichen, dann will ich den Spalter raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe noch was vergessen. Und zwar wurde mir gesagt, kam ein richtig guter Tipp. Ich sollte hier eine Hülse reinbasteln. Und wie es der Zufall will, die abgeschnittenen Reststücken davon passen hier auf das Rohr drauf. Dann werde ich jetzt folgendermaßen machen. Zwei Stück habe ich. Hier baue ich noch eine Hülse, eine Distanzhülse. Das Lager wird wieder rumgedreht, kommt hier rein. Dann kommt hier die Hülse rein, wird hier festgeschweißt, dass ich hier auf Distanz komme. Gell? Das hier schon mal nicht kann. So, dann kommt die nächste Hülse, kommt hier drauf,
Hier werde ich einen Längsschnitt machen, also quasi so wie die Spannhülse in mein Gerätedreieck. Kommt hier einfach eine, schneide ich einfach durch, dass das hier drauf passt. Dann wird die Hülse quasi mit der Scheibe verschweißt und mit der Welle hier. Somit ist das quasi zentriert. Und ich krieg's aber den Motor, ohne dass die Gewindestange hier drin ist, rausgezogen. Der kommt bis ran, dass das hier übersteht. Mal gucken, ob wir die hier nehmen. Wie gesagt, verschweißt. Dann sind die zwei zentriert. Und somit kann ich dann aber den Motor beim Abmachen einfach rausziehen. Und ich kann quasi, ziehe ich dann quasi komplett raus und dann kann ich ja die Welle dann rausnehmen. Und somit kann sie dann auch nicht weg. Also die kann zwar hier sich verschieben, das darf sie auch oder soll sie auch, dass sie so ein bisschen Spiel hat. Aber hier hinten darf, also es darf nicht rausrutschen. Macht sie auch nicht. Gut. So, später Abend. Spalter hat es nicht weit geschafft. Mein Prinzesschen hat schon wieder Probleme mit der Batterie. Beziehungsweise, wenn man halt wochenlang steht, ohne dass man braucht, springt halt nicht an. Ist nun mal so. Gut, also ich habe auch schon mal hier drin gekehrt, ein wenig aufgeräumt. Ich denke mal, die Woche will ich auch mal hier ein bisschen aufräumen. Die ganze Ecke muss mal ein bisschen leer werden hier, dass man hier mal wieder ordentlich fußen kann. Und hier hinten auch nochmal. Auf jeden Fall, die Winde soll ja ab. Und man muss nämlich hinten auch erstmal wieder einen Platz suchen, wo die hinkommt. Und die Schaufel und die Gabel müssen da mal langsam fertig werden. Die braucht man nämlich dieses Jahr auch noch. Okay, ja, ich denke mal, ich habe jetzt Ladegerät dran und dann geht der morgen raus. Genau. Gut, also ich kann jetzt heute nichts mehr machen, deswegen würde ich sagen, achso ja, gestrichen habe ich jetzt schon mal, erstmal mit Rostschutz, dass er erstmal nicht rostet, dann kann ich den auch nämlich erstmal wegtun. Ja, gut, wir sehen uns morgen. Es ist Donnerstag und ich habe jetzt meinen Holzspalter rausgefahren, habe draußen noch ein bisschen was umgerückt, habe hier drin ein bisschen aufgeräumt, naja, aufgeräumt will ich mal nicht sagen. Umgeräumt, Platz geschaffen. Wie ihr seht, Winde ist ab. Die steht jetzt in der Ecke. Ja, Schaufel und Gabel müssen dann ja auch mal gemacht werden. Die Wiesenschlepper habe ich reingeholt, weil die soll noch ein bisschen umgebaut werden. Das will ich mal gucken, dass ich die Woche nicht, aber Anfang nächster Woche will ich das mal machen. Will ich das Thema mal angehen. Hier hinten, ich weiß nicht, nee, sieht man nicht. Hier hinten in der Ecke stehen so Pickup-Haspel. Ja, Haspel. Und die will ich mir hier hinten dran machen als Striegel. Ich habe jetzt hier auch schon irgendwo, hier oben, die gelben Dinger hier. Da, vielleicht seht ihr schon. Da. Da habe ich mir schon mal welche gekauft. Weil da fehlen etliche, die sollen hier hinten dran so ein bisschen als Striegel. Ja, so habe ich mir das mal ausgedacht. Mal gucken, ob es klappt. Okay, was habe ich jetzt vor? Eigentlich wollte ich jetzt nur aufräumen, damit das Auto hier rein kann, dass ich da weitermachen kann. Aber vorher, damit ich ein bisschen was gefilmt kriege, wollte ich euch meine neue Entlastung oder Hilfe, besser gesagt, zeigen. Und zwar habe ich mir das Dreieck gekauft und den hydraulischen Oberlenker. Und das will ich jetzt mal versuchen. Ich will es mal anbauen, mal gucken, wie das aussieht. Zugmal muss ich wahrscheinlich vorher abmachen. Und ich sehe gerade, hier ist irgendwas nicht so ganz, wie es sein soll. Ach hey, was ist denn hier passiert? Das sollte eigentlich gerade sein. Oh, irgendwie hat es das aber mächtig zerlegt hier. Ach hey. Wie ist denn das passiert? Ha. Okay, gut. Da werde ich mich nach einem neuen Gewindestück umgucken müssen. Naja, wieder eine Baustelle mehr. Ja gut.
nicht so schön. Also weiß nicht, ob man es die dort sieht. Ist total verbogen hier. Das wird wahrscheinlich irgendeine Aktion gewesen sein mit der Winde hinten dran. Da war mal irgendwas ein bisschen stärker als der Bolzen. Na gut, müsste ja trotzdem gehen. Ja, ich baue mal dran. Nee, als erstes müssen wir meinen Oberlenker oben abbauen. Das geht relativ leicht. Hier ist nämlich einfach nur so ein Stift. Und ab ist er. So, und jetzt kommt wahrscheinlich die Geschichte, dass ich den Oberlenker kürzen muss. Beziehungsweise der wird hier nicht reinpassen. Halt. Da. So. Also Buchse rein. Also Buchse rein. Und jetzt müsste der Bolzen da reinpassen. Hoppa. Na, 100%ig. Hat ein bisschen Spiel. Ist aber in Ordnung. Und ja, das war klar. Also ich werde jetzt hier die Buchse ein Stück kürzen müssen und hier die Teile ein bisschen wegschleifen. So, zweiter Test. Jawohl. Also hat noch ein bisschen Spiel. Und Minen damit. Top. So eine Dings habe ich ja nicht. So ein, ach wie heißt, diese Regelfeder habe ich ja nicht dran. Deswegen. So, auf jeden Fall kriege ich den nicht mehr allzu weit hoch. Aber ich könnte den noch drehen. Machen wir auch mal. Mein Doppelwirkendes habe ich ja hier. Ich muss dann nur gucken. Ach, diese blöde Hülse, ey. So. Jawohl. Oh, würde sogar fast passen hier. Könnte man vielleicht sogar anpassen hier, die Klammer. Dass das hier reinpasst. Oh. Jetzt erstmal die Schläuche dran. Dann muss ich nämlich erstmal gucken, ob das überhaupt so geht, wie ich das hier vorhabe. So, und da sind jetzt Hohlschrauben dabei. Also Ringösen und Hohlschrauben. Und die kommen jetzt quasi hinein. Mach erstmal nur handfest. Okay, auf jeden Fall muss dann von einem von beiden eine andere Kappe drauf, eine grüne. Weil ich habe ja hier einmal blau, einmal grün. Und da muss dann hier einmal umgebaut werden. Schönen großen Bogen. So, dann stecken wir mal rein. Einmal. Jo, ja, sieht noch nicht so toll aus. Gucken wir gleich mal. Ich mach den ab. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich habe es mir jetzt mittlerweile angewöhnt, dass ich das Zugmal, auch wenn ich es nicht brauche, immer unten dran zu hängen. Weil hier unten stürzt nicht, da stürzt mit der Zapfwelle nicht.
Oben stürzt dann auch nicht und ich habe es immer dabei, weil das ist immer vom Vorteil, wenn auch egal was kommt, ich kann immer noch mal umzwitschen, kann das Anhänger dran bauen, weil sonst fährst du mal heim, holst das Ding oder musst vorne dran machen oder sonst irgendwie, aber deswegen, ich habe mir das angewöhnt. Gut, jetzt machen wir mal das Dreieck. Okay. Jetzt das Ding hier irgendwie runter. Achso, ja. Den müssen wir drehen. So. Der passt hier rein. Hoffe ich wirklich. Ne, passt nicht rein. Okay, also das muss ich auch abschleifen. Und in der Zeit. Oder. Das muss ich auch abschleifen. Das passt so nicht rein. Und die Buchse muss halbiert werden. Ja, halbiert. Wo? Machen wir schnell. So. Jawohl. Rein und einmal durch. Ich muss auf jeden Fall noch einen anderen Bolzen besorgen. Ich muss hier vorne auch abschleifen, weil ich komme gar nicht hier ran. So, meine Sendezeit ist gleich rum. Der Akku ist auch gleich leer. Aber es passt schon mal alles so. Wie gesagt, hier kommt noch ein anderer Bolzen rein. Den bestelle ich mir noch. Okay, also, was habe ich gemacht? Das ist jetzt quasi beweglich in der Richtung, also hier in der Richtung und in der Richtung drehbar. Der Richtung wäre es natürlich klar, weil ja auch die Kugeln mitmachen, aber in der Richtung kann es noch nicht, weil es noch nicht umgebaut ist. Und zwar habe ich vor, das habe ich schon mal gesehen bei einem, die haben sich hier unten einen Träger reingeschweißt, ein U. Haben die quasi hier abgeschnitten, haben die auch an einem anderen U und haben quasi zwei Us umgekehrt. Also sprich, das eine U so dran und das andere so. Und dann haben sie hier quasi einen Bolzen in die Mitte gemacht, und dass das Gerät so drehbar ist. Jetzt nicht so extrem, wie ich jetzt zeige, aber so ein bisschen. Warum, weshalb? Das kommt dann, wenn ich das Ding an meine Presse dran baue. Habt richtig gehört, an meine Presse, an meine Glaspresse soll ein Gerätedreieck dran. Ich muss aber erst schauen, ob es funktioniert. Also das wird erstmal, ich muss die Deichsel ja eh neu machen. Die ist ja kritzekrumm. Und da will ich gleich mal probieren, dass ich dort ein Gerätedreieck dran kriege, damit ich, so ist die Überlegung, wirklich von Maschine zu Maschine schnell umzwitschen kann. Also wirklich umbauen innerhalb von 5 Minuten. Quasi nur abfahren oder hier dran ab, Zapfwelle ab, da dran fahren, hoch, verriegeln, Zapfwelle dran und wieder fort. Soll nämlich auch, ich muss nämlich mal gucken, ob der eine Zylinder doch noch dicht ist, gleich noch eine hydraulische Deichselverstellung dran, dass ich quasi auch nicht absteigen muss, damit ich den Straßenbetrieb, den Transportstellung kriege. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das müssen wir dann nach und nach machen. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen.
Aber so klappt es schon mal ganz gut. Das Einzige, sobald ich nach unten gehe, stören die Schläuche. Deswegen muss ich die wahrscheinlich alle auf die Seite bringen, dass die Schläuche quasi nicht den Zylinder blockieren und dann hier schön laufen können. Samstagmittag. Ich war gerade dabei. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, weil ich jetzt schon eine Stunde länger gebraucht beim Filmen. Ich habe ein paar Bäume ein bisschen geschnitten und da unten den großen Mirabellenbaum, da war doch so ein Ast noch so quer rüber, zeige ich euch gleich. Und der wäre beim nächsten Sturm auf jeden Fall umgefallen, weil der so dermaßen schon kaputt gebrochen war. Und da habe ich ihn jetzt quasi weggemacht. Außerdem hat er immer gestört beim Mähen. Deswegen kam der jetzt weg. Da waren hier noch so ein paar Schosser. Die standen auch immer beim Mähen. Und ja, dann habe ich eigentlich mal nur so ringsrum Äste weggeschnitten, die halt alles stören beim Mähen. Den Apfelbaum, der ist auch umgefallen beim Sturm. Der war auch komplett hohl. Da war nur ein Ast, der hat noch getragen. War eigentlich ein schöner Mostapfel. War richtig schön saftig. Auch riesen Äpfel. Schade. Richtig schade drum. So, ja, die Buche habe ich noch ein bisschen geschnitten, die Birne unten. Bei der Birne müssten eigentlich ein Haufen Wasserschosser raus, aber das habe ich vor 3 Jahren mal gemacht. Und gut ist. Oh, 5. Okay, gut, das war jetzt so meine Samstagsbeschäftigung, denn jetzt gibt es erstmal nichts mehr. Ich gehe jetzt nämlich schön essen. Also, es gibt schön lecker Lammkeule. Und duschen, ab ins Auto nach Leipzig. Es geht nämlich aufs Konzert. Deswegen kommt heute nicht mehr viel. Ich bin die ganze Zeit woanders dahin. Ja, geht's jetzt zum Konzert. Deswegen kommt das Video auch später raus. Und ja, das alles, das ganze Buschzeug kommt jetzt am Samstag. Nächste Woche aufs Osterfeuer, Nachbarort ist Osterfeuer. Und dann kommt da unten das bisschen, das der Haufen. Ich hoffe, ich krieg's mal mit einmal weg. Ich denke es mal eher nicht. Und geht das also aufs Osterfeuer. Könnt ihr dabei sein oder nehme ich euch mit. Und jo. Deswegen musste das jetzt ganz schnell gehen. Ja, und dann seht ihr ja schon, was wir vorhaben. Die Presse, die Deichsel neu machen, noch sauber machen, durchschmieren, durchgucken, Luft aufpumpen, noch ein paar Kleinigkeiten, den wieder zusammenbauen, 3-Punkt-Aufnahme dran bauen, nach den erstmal bestellen, die Zinken bestellen, da sind glaube ich 5 oder 6 Stück fehlen, das müssen wir dann noch machen, die Kiste auseinanderschneiden. Da will ich ja eigentlich mehr oder weniger nur die Achse haben. Ich hatte erst überlegt, den zu nehmen und die dann an die Presse zu bauen, um dann quasi auf Paletten Bündel zu machen. Da hätte ich jetzt hier hinten 2 oder 3 Paletten drauf gemacht, hätte die dann gestapelt. Aber dann ist immer das Problem, da musst du ja ständig die Paletten auf und ab machen und dann kannst du ja aber nicht durchgängig arbeiten. Deswegen habe ich mir eigentlich den geholt und das Laubgitter. Der muss dieses Jahr auch unbedingt gemacht werden vor den ganzen Aktionen, damit ich das dann halt auch den Anhänger dann auch zum Heulager nehmen kann. Ja, hier Mähwerk, die Plane muss gemacht werden, ganz dringend. Ich sag mal, das würde jetzt auch noch gehen, aber es sieht halt schlimm aus. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ja, Ladewagen sauber machen, nochmal durchgucken alles. Den nur Reifen wechseln, da ist ja da eine kaputt gegangen, da auch Reifen wechseln, komplett alle, dann war der eigentlich schon komplett in Ordnung und dann hier oben ein bisschen aufräumen, ja, dann die Kipperwanne wieder drauf, jo, okay, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ciao.